Herzlich willkommen zu Tunnel B1. So nennt sich das Spiel. Relativ interessant. Wurde am Anfang startet der? Irgendwie nicht. Jetzt, wir haben es geschafft. Genau, Tunnel B1 wurde eigentlich als zwei Segmente sollten da mit rein. Das eine Spiel ist mit einem Hovercraft, das andere mit einem Helikopter. Das mit einem Helikopter haben sie dann aber abgekoppelt, weil sie meinten, passt nicht so gut zusammen und haben sie Viper genannt. Das kam dann 1998 raus, also 2 Jahre später auch. Ich bin mal sehr, sehr gespannt. Irgendwie First-Person-Shooter stand da. Loading. Mal sehen. Schwierigkeit. Ja, komm, passt. Mach mal so. Es ist echt krass. Die letzten Spiele sind ja im Oktober 96. Die letzten Spiele haben alle angegeben, wie du im Menü vor- und zurückkommst. Mission beginnt. Okay. Ich bin bereit. Level 1 wird geschlossen. Wird. Level beenden und Attestatus, was? Okay. Finde Machine Gun Ausbaustufe 1. Ausbaustufe 2. Ja, okay. 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 X ist zurück. Viereck nach vorne. Kreis ist nix. Dreieck auch nicht. Das ist R2. Ich sehe es da hinten ein Blinzeln. Okay, lustig. Kann ich die Kamera wechseln? Ja, anscheinend auch nicht. Was war das? Ah, okay, es war Select. Dachte, hey, was kommt denn jetzt hier? Okay. Verstehe ich nicht, aber gut. Kann ich irgendwie nach oben oder? Nee. Kann ich da drin irgendwas. Lustig. Kann ich hier irgendwas drin finden? Ich kann zerstören. Lustig. Wahrscheinlich ist hier irgendwo drin was versteckt, richtig? Na ja, gut. Erstmal weiter. Guck mal. Habe ich eine bestimmte Munitionsmenge? Nö. Okay. Und natürlich schön düsteres Setting. Leider kann ich nicht zur Seite sliden, das finde ich ein bisschen blöd. Habe ich mir jetzt Schaden gemacht? Vielleicht. Ich finde es ein bisschen komisch, dass er von über mir schießt. Okay. Gehen wir hier lang. Kriegen wir noch Feinde oder eher nicht so? Ah, guck mal, okay. Jetzt noch nicht so spannungsgeladen. Wahrscheinlich schieße ich hier gegen und dann öffnet sich das Tür, wenn das Ding kaputt ist.
Ah, okay. Oder ich fahre gegen. Also Explosionen sind okay gemacht. Kann man jetzt nicht meckern. Ich finde es bisher noch ein bisschen... okay. Was haben wir hier? Ich glaube, Schaden habe ich noch keinen bekommen. Muss ich bestimmt nachher hier lang. Schießt er? Ah ja, der schießt auf mich. Ein bisschen komisch, dass ich da einfach nur auf die Feinde schießen muss. Also es sehen ja wirklich aus so wie Begrenzungsstücke. Hier das Ding, was du bei einer Bahn hast, am Ende. Also am Ende von der Strecke, ne, dieser Rambock, Sicherheitsrambock. Warte mal, hier war noch einen, den ich aktivieren konnte. Und dann hat sich bestimmt das Tor links geöffnet. Ja, doch mit der Steuerung ein bisschen rumprobieren und dann passt das. Oh. Ja, nicht gut. Boah, jetzt kriege ich volle Kanne alles ab. Oh, okay. Ich weiß aber auch nicht, wie ich ausweichen sollte. Okay, jetzt habe ich drei auf einmal. Ich habe hier nichts zum Ausweichen, ne? Also ich hätte die vielleicht neben denen explodieren lassen können. Ich krieg ja, er hat Schaden bekommen durch den einen, ne? Kann ich mich irgendwie heilen? Gut, ich habe ja mehrere Leben. Okay, das lassen wir mal. Das ist ein bisschen langweilig. Gott. Also ich lieg irgendwie am Boden und aus dem Himmel schieße ich. Verwöhnt. Gerade so überlebt. Ne? Bloß das Komische ist, du kannst ja bei Doom zum Beispiel kannst du nach rechts, nach links sliden und das kannst du hier nicht. Also ich frage mich, wie ich da ausweichen soll. Ach so, näher ran wahrscheinlich. Ja komm, ich fange jetzt nicht alles an, wieder kaputt zu machen. Okay. Hier macht es dann vielleicht doch Sinn, mal zu zerstören. Irgendwas höre ich. Kann ich den zerstören? Nee, ne? Ah ja, da, okay.
Oh, muss ich hinterher, ja, ne? Ach so, es sind noch mehr. Okay. Andere? Oh Gott. Gott. Gut, da habe ich aber gerade wieder einen aktiviert. Hier lang, ne? Mission gescheitert. Ich darf nicht zu nah dran, oder was? Ah ne, da stand einer wahrscheinlich. So, müsste ich jetzt von vorne oder kann ich da weitermachen? Ja, okay. Nee. Angespielt haben wir es auf jeden Fall. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne Daumen nach oben da lassen. Wir spielen ja alle PlayStation 1 Spiele mal so ein bisschen an. Wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Sehen uns beim nächsten Spiel definitiv. Und das war's. Bis dahin.